Das Schwefeldioxid lässt feine Nebel in Zusammenwirkung mit der natürlichen Luftfeuchte entstehen, woraus sich Wassertropfen bilden. Aus dem Schwefeldioxid entsteht schwefelige Säure, die offensichtlich diese Nebel entstehen lässt. Die Konsequenzen des illegalen Geoengineering für Menschen kann man sich leicht vorstellen. Neurodegenerative Krankheiten, Schlaganfälle und Tumore haben sich zugespitzt in den letzten 10 Jahren. Viele Krankheiten hängen mit dem fortschreitenden Anstieg der Umweltverschmutzung zusammen. Der Hauptgrund der Umweltverschmutzung ist definitiv das Geoengineering, welches die Ursache ist für mehr oder weniger weit verbreitetes Unwohlsein und auch ernsthafte Infektionen. Metalle wie Aluminium, Barium, Eisen, Strontium und Mangan, welche in den Körper gelangen, haben Auswirkungen auf das Gehirn. Und sie sind der Grund dafür, warum Alzheimer und Parkinson eine Verbreitung erreichen, die man schon fast als epidemisch bezeichnen könnte. Darüber hinaus sinkt das Alter, in dem neurodegenerative Krankheiten bereits beginnen, drastisch. Die Spanier haben dafür einen treffenden Begriff: Vergasung. Das ist das, was zurzeit gerade passiert. Wir werden vergast, als wären wir Ratten. Das Ergebnis kann man besonders in der Landwirtschaft beobachten. Auf Feldern unter freiem Himmel ist Getreide immer weniger dazu in der Lage zu wachsen. Den Unterschied sieht man im Vergleich mit Getreide aus dem Gewächshaus. Diese Getreidepflanzen haben eine wesentlich höhere Wahrscheinlichkeit, sich normal zu entwickeln, so wie das vor einigen Jahren noch der Fall war bei Getreide, welches unter freiem Himmel wuchs. Schadstoffe, welche von militärischen und kommerziellen Flugzeugen ausgebracht werden, summieren sich zahlreich, schädlich für die Gesundheit. Und sie werden überall gefunden, in Nahrung, Kosmetik, Kraftstoffen und auch Reinigungsmitteln für das Haus. Die Risiken für die Bevölkerung summieren sich. Das Immunsystem wird permanent angegriffen, die Lebensqualität sinkt durch die zusätzliche Belastung mit einer schlechten Ernährung. Das Problem des Elektrosmogs muss auch noch dazu gerechnet werden. Elektromagnetische Felder wirken auf elektrisch leitfähige Metalle, welche mit einer Reihe von Symptomen und Krankheiten zu tun haben. Juckreiz, Gereiztheit, Allergien, Schlafstörungen, Psychosen, Kopfschmerzen, Migräneanfälle, Depressionen, Krämpfe, Muskelschmerzen, Herzrhythmusstörungen, Blutdruckprobleme, Schlaganfälle, Störungen der Melatoninproduktion, abnormale Leukozytenanzahl im Blut, Fehlgeburten. Ein Bluttest oder eine Haaranalyse reichen aus, um sich darüber im Klaren zu werden, in welchen Dosen Metalle in unseren Körpern mittlerweile vorhanden sind. Viele Menschen fragen sich zu Recht, wer dieses Projekt durchführt. Wer leitet es? Wer kontrolliert diesen Plan, welcher langsam die gesamte Biosphäre vergiftet? Genauso wie diese Streifen den Himmel bedecken und in den letzten Jahren immer öfter die Sonne verschleiern? Man kann diese Streifen sogar in fast allen Ländern der Welt sehen, sogar in Russland oder China, selbst in manchen afrikanischen Ländern, wo glühende Hitze herrscht und ein gewöhnlicher Kondensstreifen unvorstellbar ist. Sofort verstehen wir, dass hier Militärflugzeuge verwickelt sind und umso mehr alle Institutionen davon wissen müssen. Sono coinvolti un po' tutte le istituzioni a tutti i livelli. È tutta una catena e chiaramente in questa catena rientra anche l'uomo che si nutre. Es ist auch klar, dass die Menschen Nahrungsmittel essen, welche die Landwirtschaft produziert, bei denen diese Dinge bereits in die Nahrungskette gelangt sind. Wenn wir nicht genetisch veränderte Produkte wollen, können das nur sogenannte Bioprodukte garantieren. Allerdings, wenn wir einen Bioapfel, eine Biobirne oder vielleicht eine Biotomate analysieren, die unter freiem Himmel wuchs, ist das Ergebnis nicht gerade gut. Pflanzen, die inmitten des Fallouts von Nanopolymeren und Phthalaten wachsen, die gefährlich für das Nervensystem sind, enthalten auch Metalle, Schwefeldioxid, Benzol, Toluene und vieles anderes mehr. Damit ist natürlich klar, dass diese Bioprodukte dann gar nicht mehr so bio sind. Das ist der Grund, warum die Leute immer kranker werden. Dass dies auch Auswirkungen auf den Atemapparat hat, sollte auch klar sein.
Erste Auswirkungen sind trockener Husten und Atemnot. Es ist kein Zufall, dass seit kurzem durch den Wetterbericht, erstellt durch die italienischen Luftstreitkräfte, auch Vorhersagen für Allergene in der Luft gemacht werden. Eine Zunahme von Atemwegserkrankungen, die durch allergische Reaktionen auf Pollen hervorgerufen werden, gibt es schon. Da ist etwas Wahres dran. Und man muss beachten, dass Heuschnupfen, also diese Allergien, die Pollen zur Ursache haben, immer schwerer für den Organismus zu ertragen sind, weil Nanopartikel vorhanden sind. Nanopartikel in der Luft machen Pollen noch aggressiver. Wir konnten sie mit Hilfe von geeigneten Messgeräten nachweisen. Wenn es um die geheimen Geoengineering-Maßnahmen geht, dürfen Desinformationen nicht fehlen. Desinformation ist die Verbreitung falscher Informationen, um unbequeme Wahrheiten zu verbergen. Es ist das Hauptinstrument einer Regierung, ihr Volk unter Kontrolle zu halten und dessen Aufmerksamkeit auf angesagte Themen zu lenken, die dafür am laufenden Band kreiert werden. Das krasseste Beispiel für Desinformation ist der sogenannte Treibhauseffekt, dessen Ursache das CO2 sein soll. Tatsächlich ist die globale Erwärmung aber nur ein Vorwand zur Einführung neuer Steuern auf Pseudo-Umweltpolitik, die der Gemeinschaft teuer zu stehen kommt. Unter diesem Vorwand wurden nun Methoden zur Ausbringung von Metallen, Sulfiden, Polymeren und Metallnanoteilchen in die Atmosphäre entwickelt. Unterstützern des offiziellen Grundes für Geoengineering zufolge will man ein Schutzschild gegen das Sonnenlicht errichten und es damit wieder in den Weltraum zurückreflektieren, um damit die globale Erwärmung zu begrenzen. Diese Leute verstehen nicht, dass das katastrophale Folgen für das Leben auf der Erde hat und ignorieren, dass das Ausbringen von Metallen und Sulfiden in der unteren Atmosphäre den gleichen Effekt der Rückstrahlung auch nach unten hat. So verhindert diese chemische Falle nachts auch das Entweichen von Wärmestrahlung in den Weltraum. Auf jeden Fall ist der Klimawandel aufgrund von Kohlendioxid eine gute Lüge, welches es den Medien erlaubt, Wetterkriegsoperationen zu vertuschen, welche bereits seit den frühen 1960er Jahren durchgeführt werden. In den letzten Jahren wurde eine ganze Reihe von alten Filmen und Musikvideos digital remastert. Streifen am Himmel, die es im Originalvideo nicht gab, sind jetzt plötzlich so zu sehen. Die Massenmedien, Fernsehen und Zeitungen beschäftigen sich zwar immer häufiger mit Kondensstreifen oder Chemtrails, jedoch ausschließlich mit sehr spöttischem Ton. Das ist die Ironie. Und es ist natürlich klar, diese Berichte in Nachrichtensendungen und Zeitungsartikeln würden nie die Tatsachen erwähnen, dass es auch Physiker und Biologen gibt, die die Existenz von Chemtrails zugeben. Solche Informationen sind nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Sie könnten destabilisierend wirken. Videos und Fotos von Flugzeugen, die früher gemacht wurden, zeigen keine Kondensstreifen, welche direkt am Triebwerk beginnen, oder Streifen, die über den Wolken entlangziehen oder immer wieder abrupt unterbrochen sind. Dieses Phänomen kann keinesfalls mit normalen Kondensstreifen von zivilen Luftfahrzeugen erklärt werden. Es ist natürlich recht schwierig, eine plausible Erklärung für solche Bilder und Videos zu finden. Die einzige Strategie, um die Realität der Chemtrails weiter zu leugnen, ist, sich über Leute lustig zu machen und zu denunzieren, wenn sie Fotos oder Videos von solchen Streifen machen und darin keine natürlichen Ursachen sehen. Weil es unmöglich ist, diese über Jahre gesammelten Informationen und Fakten auf ewig weiter zu ignorieren, versuchen sie diejenigen, die sich mit dem Thema Chemtrails in die Öffentlichkeit wagen, zu diskreditieren. Die verbreiteten Desinformationen passen zur Taktik der Mainstream-Medien, den Missbrauch von Geoengineering einfach zu ignorieren. Wenn Sie sich dazu äußern, stellen Sie es so hin, als wäre Geoengineering nur ein Volksmärchen, um Aktivisten und betroffene Bürger, die gemerkt haben, was hier abläuft, als geisteskrank hinzustellen. Sie haben schon damals Aktivisten und Bürger als verrückt hingestellt, welche die gesundheitlichen Risiken der Asbestindustrie in Casale Monferrato anprangerten. Ein paar Jahrzehnte später erkannten dann plötzlich Gerichte an, dass viele Todesfälle unter den Arbeitern in Casale Asbestfasern als Ursache hatten.
Empirische Strafen wurden verhängt, nachdem das gesamte Verbrechen aufgedeckt wurde. Das illegale Geoengineering ist genauso eine Umweltverschmutzung wie die mit Asbest, allerdings ungefähr 10.000 Mal stärker und fast auf den gesamten Planeten erweitert. Desinformation bedeutet Schweigen trotz besseren Wissens, Propaganda und volle Absicht. Die schlimmsten sind die sogenannten Debunker, staatlich bezahlte Berufsleugner. Sie werden geschult und indoktriniert, Menschen vor allem in sozialen Netzwerken falsch zu informieren. Sie erhalten spezielle Kurse, die von der Europäischen Union und einigen politischen Parteien finanziert werden. Ihr Hauptzweck ist es, Verwirrung zu stiften, möglichst schnell im Internet oder anderswo Totschlagargumente zu verbreiten, unabhängige Forscher und aufgeklärte Bürger zu diskreditieren. Sie präsentieren sich oft als Experten, das Prinzip einer Autorität auszustrahlen. Aber wenn man ihre Artikel und Kommentare liest, kann man echte Argumente niemals finden. Lediglich politische Positionen oder mehr noch, Beleidigungen und persönliche Angriffe. Sie sind bestrebt, die Diskutierenden der Bösartigkeit zu beschuldigen, sie zu verleumden und müssen nicht mal Angst davor haben, dafür verklagt zu werden, weil sie von den Institutionen geschützt werden, in deren Auftrag sie Falschinformationen in Umlauf bringen. Eine Rolle spielen auch eine ganze Reihe von Ausschüssen, deren intellektuelle Mitglieder und Wissenschaftler von Rang und Namen sind. Deren konstant verbreitete Propaganda ist von zentraler Bedeutung für das ganze System. Wie auch andere Desinformanten leugnen diese Spezialisten nicht einfach die Fakten und die Argumente der Gegenseite, sondern greifen auf fadenscheinige Überlegungen und besonders auf einfache Ironie gepaart mit Arroganz und Eitelkeit zurück. Wenn man genauer hinschaut, sieht man, dass sie immer die Interessen und Privilegien der pharmazeutischen Industrie zu verteidigen versuchen, der Biotechnologie, der Nanotechnologie und ökologischen Erneuerung, chemische Industrie, Militär, Telekommunikation und so weiter. Besonders verbreitet in der akademischen Welt sind Intrigen in der Industrie. Überall gibt es Kooperationen und Verträge mit öffentlichen und privaten Unternehmen, so auch bei den sogenannten Umweltgruppen, die an vorderster Front stehen, um das Phänomen zu leugnen. Die Medien als Ganzes sind ein wirksames Instrument, um Desinformationen organisiert zu verbreiten, wie wir gesehen haben. Die Desinformanten werden von einem leistungsfähigen Staatsapparat koordiniert. Diese Strukturen ermöglichen es, ganze Kampagnen zu subventionieren, die im Fernsehen gezeigten offiziellen Versionen zu stützen und die Verbreitung falscher Informationen zu fördern, um bei der Vertuschung zu helfen. Welche Herausforderungen liegen vor? Wie können wir handeln? Wir müssen zuerst verstehen, dass sich gegen das im Geheimen stattfindende Geoengineering aufzulehnen bedeutet, sich Sorgen um zukünftige Generationen zu machen, unsere eigenen Kinder. Wenn wir scheitern, diese Operationen aufzuhalten, müssen wir mit weiter zunehmenden extremen Wetterbedingungen rechnen und all den Zerstörungen, die diese mit sich bringen. Und auch Erkrankungen werden exponentiell zunehmen. Es hat sich gezeigt, dass es unrealistisch ist, auf all diese ineffizienten Institutionen zu vertrauen. Denken Sie nur an die Untätigkeit der Justiz und lokalen Behörden in Bezug auf die illegal angelegten Deponien in Campania, wo giftige und radioaktive Abfälle vor Jahrzehnten vergraben wurden und niemand sich an dem Problem stört. Auch Industrieabfälle wurden dort vor Jahrzehnten vergraben. Die Abfälle sickerten in den Boden und vergifteten das Grundwasser. Heutzutage ist Campania vor allem in den Provinzen Neapel und Caserta die Nummer 1 in den Erhebungen der Krebsstatistiken. Es ist vielleicht noch nicht zu spät, um den Trend umzukehren. Wir müssen versuchen, Biologen einzubeziehen, Ärzte, Apotheker, Ökologen, ernsthafte und aufrichtige Politiker und sie bitten, mit all ihren Kenntnissen und Fähigkeiten zur Lösung der Probleme beizutragen.